Hallo meine Lieben, heute komme ich zu euch mit einem längst überfälligen Video. Heute sprechen wir über die Beschäftigungsideen für Kleinkinder zwischen 2,5 und 3 Jahre alt. Falls du neu auf meinem Kanal bist, möchte ich dich darauf hinweisen, dass ich bereits sehr, sehr viele Videos zu diesem Thema gedreht habe. Für jeweilige Alterskategorie, angefangen mit einem Baby mit 0 Monate alt bis zu dem eben heutigen Video 3-jähriges Kind. Falls dein Kind in einem anderen Alter ist, werde ich die Playlist verlinken, kannst du nachschauen und ein entsprechendes Video, passendes Video für dein Kind finden. Ich möchte betonen, dass in diesem Video es sich nur um ein paar Beispiele an Beschäftigungsideen handelt, womit man die Kinder in diesem Alter beschäftigen könnte. Jedes Kind ist individuell und natürlich das Interesse eines Kindes muss nicht deckungsgleich mit Interessen eines anderen Kindes sein. Hier findest du Inspirationen und Ideen, aber die meisten Inspirationen findest du bei deinem eigenen Kind. Wenn du dein Kind gut beobachtest und bemerkst, was genau seine Interessen sind, kannst du ihm entsprechend eine Beschäftigung finden, die seinem Interessen entspricht und womit er sehr gerne sich beschäftigen will. Von daher, Beobachtung des eigenen Kindes steht an der ersten Stelle und ich denke, dieses Thema verdient einen separaten Videos. Die Beschäftigungsideen, die ich heute präsentiere, sind an Montessori-Pädagogik angelehnt. Falls die Interessen eures Kindes ähnlich sind wie Interessen von meinem Sohn, könnt ihr natürlich diese Beschäftigungsideen bei eurem Kind ausprobieren. Auffädeln mit kleineren Teilen. Dies bietet dem Kind die Möglichkeit, seinen Zangengriff zu verfeinern und zu kontrollieren. Und zusätzlich hat das Kind bereits eine bessere und zunehmende Konzentration, um mit größeren Mengen von kleineren Teilen fertig zu werden. Man kann auch nach Farben und Formen sortieren oder in einer bestimmten Reihenfolge sortieren. Zum Beispiel, man könnte einen Strang machen, davon ein Foto machen und anhand dieser Karteikarte kann das Kind ähnliche Muster auffädeln. Das bringt eine tolle Abwechslung ins Spiel, fördert logisches Nachdenken und Konzentration. Hier habe ich eine weitere Beschäftigung, so eine Art Puzzle, die meine Kinder sehr lieben. Diese heißen Nikitin-Quadrate. Die Nikitin-Quadrate schulen Wahrnehmung, Konzentration und das Gefühl für geometrische Zusammenhänge. Auf diese Weise lernen Kinder spielerisch die Farben und Formen zu kennen. Die Kinder entwickeln die Fähigkeiten wie Konzentration, Beobachtungsgabe, Kombinieren und Analysieren. Und die Aufgabe des Kindes sind, die Quadrate nach Farben zusammenzustellen. Später kann man auch aus diesen Teilen verschiedenen Formen formen und nach bestimmten Mustern die Formen zusammenlegen. Dieses Material gibt es in unterschiedlichen Stufen, angefangen mit den einfachsten Quadraten und Formen bis zu den schwierigeren Stufen. Wir haben verschiedene Quadrate und meine Kinder lieben das und bewegen sich von einer Stufe zu der nächsten und können sich sehr lange damit beschäftigen. Natürlich auch einfache Puzzeln eignen sich dazu. Hier bitte ich die mehrteilige Puzzeln. Mit dem steigenden Alter des Kindes steigt natürlich die Anzahl der Puzzleteilen. So kann man den Schwierigkeitsgrad vom Alter zum Alter erhöhen. Nicht nur Kinder brauchen tolle Beschäftigungsideen, um täglich etwas Neues zu lernen. Auch das Gehirn von uns Erwachsenen entwickelt sich lebenslang. Wir lernen zwar nicht mehr so schnell wie die Kinder, dafür bekommen wir andere Vorteile, wenn wir ins Alter kommen. Faszinierend war für mich zu erfahren, dass der Höhepunkt der hirnpsychologischen Entwicklung zwischen 40 und 60 Jahre ist. Ein toller Einblick in die Entwicklung des menschlichen Gehirns bietet das Buch von Manfred Spitzer und Norbert Herschkowitz, Wie wir denken und lernen. Und dieses Buch konnte ich nur in 15 Minuten lesen. Du fragst wahrscheinlich, wie? Nicht, weil ich so schnell lesen kann oder über mehr Hirnzellen verfüge. Mein Geheimnis ist, ich habe Blinkist. Mit der App Blinkist kann ich täglich auf dem Weg zur Arbeit ein neues Buch lesen, meine Reisezeit sinnvoll nutzen und mich in verschiedenen Bereichen ausbilden. Denn die App Blinkist fasst die Kernaussagen von Sachbüchern in knackigen Texten und Audiobeiträgen zusammen. So kann man sich Expertenwissen in nur 15 Minuten aneignen, eigene Zeit sparen, wertvollste Gut, was man überhaupt im Leben hat, und gleichzeitig sich weiterbilden.
Man kann aus 27 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Politik, Psychologie, Kindererziehung, Motivation und Inspiration wählen. Das sind neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder aktuelle Bestseller. In der App sind mehr als 5000 Sachbücher auf Deutsch oder Englisch, die auf 15 Minuten zusammengefasst sind. Ich freue mich sehr auf einen exklusiven Rabattcode für dich. Für dich gibt es nämlich 25% auf Jahresabo bei Blinkist und vorher kannst du die App 7 Tage lang kostenlos testen. Geh einfach auf www.blinkist.com/mamanadja und los geht's. Du kannst die App kostenlos testen, du kannst mir danach berichten, wie du das findest. Ich finde das einfach genial, weil ich, wie alle Mamas, einfach keine Zeit habe, um Bücher zu lesen und dennoch möchte ich mich weiterentwickeln. Die Links und Informationen mit Rabattcode findest du in der Videobeschreibung. Ich freue mich, wenn du das ausprobierst und schreib mir da in den Kommentaren, wie du das Angebot findest. Drehklötze. Die Kinder verbessern ihre motorischen Fähigkeiten. Die Teile lassen sich auf vielfältige Weise zusammenschrauben und miteinander kombinieren. Diese Teile kann man bereits ab dem 2. Lebensjahr den Kindern anbieten. Wir spielen bereits ziemlich lange damit und trotzdem ist es interessant. Hier verfeinern die Kinder ihre Hand-Auge-Koordination und werden bei der feinmotorischen Bewegungen präzise. Auch solche Formen, die man hin und her drehen muss, um die herauszunehmen, eignen sich gut, um die Drehbewegung der Hand vorzubereiten. Hier wird auch die Konzentration und die Hand-Auge-Koordination des Kindes gefragt. Nächste Schwierigkeitsgradstufe, folgendes Schraubenset. Da wird jeder Junge, aber auch jedes Mädchen davon begeistert sein. Schraubenzieher-Set ist sehr spannend. Bei uns spielen beide Kinder damit. Wenn noch der Umgang mit dem Schraubenzieher noch schwer ist, kann man am Anfang mit den Fingern drehen. Hier sind die Schrauben viel kleiner und präzise Bewegungen werden gefragt. Dieses Set kann Hand-Auge-Koordination und die feinmotorische Entwicklung fördern. Und hier arbeiten die Kinder mit dem echten Material. Es sind echte Schraubenzieher, Drehschlüssel, Schrauben, so wie bei dem Papa. Das reizt die Kinder auch sehr und hierbei werden die Ausdauer und die Konzentration gefördert. Ihr braucht nicht das Material extra zu kaufen. Es reicht bereits ein paar Gewindeschrauben mit passenden Muttern in unterschiedlichen Größen aus einem Werkzeugkoffer von Papa zu holen und fertig ist das Material. Formen in die Pinnwand hämmern, das macht richtig Spaß und ist sowohl für die Feinmotorik als auch für das Einschlagen des Nagels in die Pinnwand eine große Herausforderung. Die Stücke kommen in die Glasschale und die Nägel in die kleine Verschlussdose, damit alles griffbereit und auf dem Tablett ist. Es gibt auch Bilder mit verschiedenen Mustern, die kann man entsprechend nachbauen und verschiedene Formen und Bauweisen entstehen lassen. Schneiden, malen, kreativ sein. Zum Schneiden kann man für das Kind dieses Aktionstablett organisieren. Papierstreifen zum Schneiden, Schere und eine Dose, wo die Schnipsel hingehen sollen. Die Papierstreifen zum Schneiden kann man vorbereiten, indem man die Linien draufmalt oder solche Vorlagen findet. So lernt das Kind nicht nur die Schere zu benutzen, diese zu öffnen und zu schließen, sondern auch auf der Linie zu schneiden. Nachher kann man die ausgeschnittenen Stückchen aufkleben. Die eine Beschäftigung geht somit in eine andere über. Auch Malen ist sehr gefragt und in diesem Alter mögen die Kinder kreativ zu sein. Schön ist es, wenn die Kinder Erfahrungen mit verschiedenen Sachen machen können. Farben, vielleicht auch Wasserfarben, Kreide, Stifte, Wachsmalstifte und so weiter. Hier kann man alles Mögliche dem Kind anbieten und ich mache in der Zukunft ein Video über unsere Ecke, unsere kreative Ecke, wie wir das alles organisieren und welche Materialien wir hier bereit haben.
Igel mit Wäscheklammer. Auch für die Feinmotorik sehr gut und ist ein klassisches Montessori-Material, was man oft im Montessori-Kinderhaus findet. Man könnte diese Beschäftigung auch in die Übung des täglichen Lebens integrieren, indem man dem Kind einen kleinen Wäscheständer anbietet, wo das Kind die Wäsche aufhängen kann. Alternativ sind solche Igel oder ein einfaches Brett oder irgendein Gegenstand, an welchen man Wäscheklemme anknipsen kann, geeignet. Diese Übung ist gut für die Feinmotorik, Hand-Auge-Koordination und Motorik und natürlich auch Konzentration. Zuerst zeigt er dem Kind, wie man die Wäscheklammer auf- und zumacht. Man kann auch farbige Wäscheklammer anbieten und somit die Wäscheklammer nach Farben sortieren. Formen ausstechen. Hier ist eine abgewandelte Version des Prickelns. Ich nutze die Korkunterlagen aus IKEA, diese Pinnwandnadeln und ausgedruckte Vorlagen. Man kann Formen ausdrucken, Buchstaben oder Zahlen oder vielleicht Tiere. Hier lernt das Kind, der Linie zu folgen, übt den Pinzetten- und Dreifingergriff und natürlich Konzentration, um die Form vollständig zu umrunden. Als nächstes werde ich die Prickelnadel einführen. Da braucht man nur eine Filzunterlage, Buchstabenvorlagen und eine Prickelnadel. Für Fortgeschrittenere können die entlang der Linie stechen, bis die Form entfernt werden kann. Danach kann man die Formen in ein Buch zusammenkleben oder das Kind kann eigene Namen auf einem Papier kleben. Übungen des täglichen Lebens. Und natürlich möchte ich die Übungen des täglichen Lebens, die in jedem Alter aktuell und relevant sind, erwähnen. In diesem Alter folgen die Kinder überall den Erwachsenen und möchten einfach dabei sein und teilnehmen. Involviert die Kinder in die Hausaufgaben, lässt sie Geschirrspüle ausräumen, sich Essen zubereiten, aufräumen, Fenster putzen, Wäsche waschen und aufhängen, Wäsche zusammenlegen und, und. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, was die Kinder im Haushalt machen können. Sie können mit euch in der Küche backen oder bei dem Kochen helfen, Gemüse schneiden und so weiter. Ich werde hier auf das Video hinweisen, wo ich darüber spreche und viele, viele Beispiele der Übungen des täglichen Lebens zeige. Es gibt natürlich viel, viel mehr Beschäftigungsideen, Montessori-Aktivitäten. Hier sind nur ein paar gewesen. Ich hoffe, du hast ein paar Inspirationen bekommen und weißt, womit du dein Kind in dem Alter beschäftigen könntest. Schau mal noch in diesem Playlist, da findest du unterschiedliche Beschäftigungsideen für verschiedene Altersgruppen. Ich hoffe, wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!